So, da sind wir dabei. The Order 1886. Weiter geht's. Amoklauf an der vereinten Indien-U-Bahn-Station. Und wir folgen Egrain, die da vorne ist. Lass mal gucken, dass wir nicht so weit zurückfallen und die Lage da vorne mal checken. Sobald wir drin sind, lass niemanden mehr durch. Sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen? Wer bist du denn? Geh mal weg. Meinen Sie einen starken Mann, der alles kontrolliert? Genau. Gehen Sie uns einfach aus dem Weg. Sie wollen doch nicht irrtümlich draufgehen. Ärger. Die üblichen schießwütigen Söldner. Die Vereintes Indien Company will enthusiastische Handlanger. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Haufen Söldner, die noch mehr Chaos stiften. Sie haben den Befehl, alles abzuriegeln. Söldner ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Wenn jemand, der Wildwechsel dagegen rumschießt. Nee, kann ich nicht brauchen. What? Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Ja, geht mal raus. Eine gute Idee. Lass mal hier die Profis ans Werk. Da drin? Okay. Hier scheint die Kacke ziemlich am Dampfen zu sein. Mal schauen, auf wen wir hier treffen. Und wenn wir auf einen Halbblüter treffen, wie heftig der wirklich ist. Das ist nur ein Honk in Unterhosen. Oh, ein aggressiver Honk. Entdeckung. Okay, das klingt nach einem Plan. Gehen wir an die Arbeit. Okay, Waffe ausrüsten. Sekundärwaffe. Selbstladende Pistole C78. Waffe. Hinschießen. Ah, okay, jetzt. Was sagen? Ich konnte auch gerade mit L2 drücken. Ziel erledigt. Geh da down. Zeig deinen Kopf. Geh da down. Alles klar. So eine Sache, die mir jetzt irgendwie in den Sinn kommt, die nehmen das Wort Geheimorden auch irgendwie als sehr dehnbaren Begriff. Auf der Straße rumballern ist nicht so wirklich geheim. Irgendwie. Ich weiß nicht. Aber okay. Vielleicht interpretiere ich auch das Wort falsch. Verschwindet von hier. Sucht nach Waffen. Ihr zwei. Schwingt eure Asche hierher. Ich brauche Hilfe. Los jetzt. Los. Okay, dann wollen wir doch mal, ihr Fucker. Spürt mein Erbsengewehr. Okay. Ist auch relativ genau. Also, wenn man trifft und nicht wie ein Vollidiot daneben schießt, wie ich gerade eben. Ja, das vor die Waffe rennen hat er dir sicherlich nicht beigebracht, die Grain. Raff dich. Kann das Ding auf die Entfernung was? Da ist gar niemand mehr. Wen rennen die Typen denn? Au. Fucker. Autsch! Shit! Ich sollte mal in Deckung gehen vielleicht. Ich darf auch irgendwo in der Mitte rumstehen. Okay, da geht er down. Oh, gut gemacht. Nicht schlecht. Nice, okay. Das habe ich mir fast gedacht, dass es nicht alle waren. Ich habe nicht mehr so viel Ammo. Ich sollte mal die Waffe von denen mitnehmen. Was haben wir denn hier? Armee-Revolver, okay. Das klingt doch auf jeden Fall spaßig. Oben auf der Treppe. What the... Ach du Scheiße, okay. Was ist das für ein riesen Fadenkreuz? Da kannst du gleich mit einem Felsbrocken werfen. Okay, jetzt geht's eigentlich. Wenn man sich hinkniet, ist es nicht ganz so krass. Aus der Bewegung war es halt vor allem noch krass. Kann ich... Oh shit, ich kann auch endlich mal auf die geile Waffe wechseln. Na gut. Schön, dass es mir auch mal auffällt. Okay. Holy shit. Fühlt sich komplett anders an, als ich mir vorgestellt habe, so von der Optik her. Aber nicht übel. Voll ins Gesicht, Junge. Ich lade nach. Ein Ferkchen, gibt's hier noch jemanden oder war's es? What? Ach, da! Geht ab. Nice. Das Gewehr gefällt mir auf jeden Fall. Egrain? Hallo, Lady? Wo zur Hölle ist die? Wow, 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 cool bleiben. Jetzt, wer bist du? Cool bleiben. Wer war das denn? Das klingt nach einem guten Plan, das sollten wir allerdings. Ich hab eine Geisel genommen. Mal rein, kriegst du die auf, oder? Ist verschlossen. Ich höre drinnen Bewegungen. Oh, okay. Wie hat mich die Kugel nicht getroffen? Sind noch mehr Verrückte.
Okay. Ah ja, jetzt. Dachte doch gerade schon. Oh. Okay. Schnuppergas, Bösewicht. Das wirkt wahrscheinlich auch gegen Halblöder. Bin mal sehr gespannt. Kann man eine Runde Darkwing Duck spielen. Daisy! Bist du okay? Hat er eine Potion als Halskette gehabt? Ich will auch eine Potion Halskette. Oh Gott, sie schlachten sie alle ab. Bereit? Erledigen wir den Abschaum. War ab dafür. Rauchgranaten. Rauchgranaten? Ist heute wünschte was oder wie? Na gut, von mir aus Rauchgranaten. Ja, rein damit. Los geht's. Okay. Shit, da geht's nicht weiter. Das ist blöd gelaufen. Dann gehe ich mal hier lang. Sieht ein bisschen besser aus hier rechts. Down. Er down. Steht auch noch einer. Gut, ist ein bisschen weit entfernt vielleicht. Wobei, lass mal testen, ob die Waffe so weit schießen könnte. Ich muss halt auch treffen. Ja, sie trifft auf jeden Fall. Okay, da ist noch einer. Fuck, jetzt steh auf, Männchen. Geh mal mit der Ruhe. Ich habe genug Kugeln für alle dabei. Nehm mal ernsthaft. Ich habe echt noch genug dabei. Das war nicht nur so gesagt, um euch ein gutes Gefühl zu geben. Dass ihr bald eure Freunde in der Hölle wiedersehen. Ach so, das bist du. Dass ihr bald eure Freunde in der Hölle wiedersehen dürft. Ja, also einfach mal so im Allgemeinen auch, um meinen Standpunkt zu zeigen. Was ist? Das heißt dann wohl nein. So, jetzt aber. Das war der letzte. Wir müssen sofort darauf. Alles klar. Mal ein bisschen Ammo einsammeln. Ganz cool bleiben. Keine Panik. Die Verrückten sind in 2 Minuten genauso bekloppt wie jetzt. Also von dem her. Die laufen uns nicht weg, glaub mir. Wohin müssen wir eigentlich? Ah, wir sollten hier den zweiten Stock räumen. No shit, Sherlock. Das sollten wir schon machen, wenn wir nach oben fahren. Ich meine, wir können auch hochgehen, Hallo sagen, wieder runterfahren. Aber ich weiß nicht, ob das taktisch so sinnvoll ist. Bist du soweit mit allem zufrieden? Ruhig. Ein ganz normaler Morgen in London. In der Tat. Ich hoffe, das war erst der Anfang. Ladies first. Still. Was meinst du, Alter? Meinst du, wir könnten ein paar von den Reichen abknallen? Ha? Könnt ihr schon, aber warum solltet ihr das tun? Schon gut. Drücke Dreieck, um einen nahen Feind zu erledigen. Okay. Wow. Schlaf schön. Sehr gut. Okay, wissen die jetzt schon, dass wir da sind, oder können wir noch ein bisschen sneaky vorgehen? Ich meine, wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht so wirklich der größte Sneak-König bin. Okay. Das ist sehr schnell eskaliert. Und Blindschießen ist nicht für mich, habe ich gerade gemerkt. Zumindest weiß ich noch nie so wirklich, in welche Höhe ich da zielen muss, dass es dann wirklich auch irgendwas trifft. Und nicht nur die arme Einrichtung. Die kann nun mal wirklich nichts dafür. Ich bin auch ziemlich sicher, dass sie nicht von der Einrichtung geredet haben, als sie gemeint haben, hier rennen Amokläufer rum. Also ich habe noch keinen Stuhl im Blutrausch gesehen. Fucker. Zeig mir dein hübsches Gesicht. Was ist denn gerade aus? Hab ich hier gerade einen Schädel deformiert, oder? Habe ich einen Knick in der Optik gehabt? Ammo. Wobei wir haben, wenn wir einmal Ammo aufsammeln, irgendwie wieder komplett volle Ammo. Das ist auch interessant. Ich glaube, Ammo-Probleme scheint es hier nicht so wirklich zu geben. Zumindest bisher nicht. Aber gut, ist ja auch das erste Kapitel. Hier müssen wir rein. Oh, shit. What?
was zur Hölle gibt. Okay. What? Was machen wir hier? Jetzt ein Thema. Vielleicht eine kleine Vorwarnung das nächste Mal. Wenn es plötzlich in Max Payne-Modus übergeht. Fucker. Komm nach oben. Na, geht doch. Das war dann wohl unser Special Move, den wir ausgelöst haben gerade eben. Das machen wir, glaube ich, mit L1. Muss ich nochmal in Ruhe testen und wirklich schauen, wie effektiv es eingesetzt werden kann. Sie beide. Sir. Treppe runter. Da brauchen Zivilisten ihre Hilfe. Ja, Sir. Sir, General Lafayette ist nebenan. Ist es nicht der Typ, den wir im Intro erwürgt haben? Soll das ein Witz sein? Gibt es eine einzige Frau in dieser Stadt, die er nicht verführen will? Er ist jetzt dein Problem. What? Versuch nicht zurückzubleiben. Ich bin doch nicht sein Pfleger. Lafayette. Ah, Monsieur. Ich muss mich um diese Dame kümmern. Marquis. Ihre Aufmerksamkeit wird woanders erfordert. Seien Sie versichert, Mademoiselle, dass mich nur mein Treueschwur davon abhält, Ihre Einladung anzunehmen. Oh, Marquis, Sie dürfen jetzt nicht gehen. Meine Dame, ich fürchte, ich muss gehen. Die Pflicht ruft. Smoother Motherfucker. Ganz reizend, oder nicht? Ist mir nicht aufgefallen. Das liegt daran, dass Sie kein Franzose sind. Sie sind der amerikanischste Franzose, der mir je begegnet ist. Meine Geliebte ist die Freiheit, mon ami. Ein echter Was? Ritter muss seine Leidenschaften zügeln. Ohne Leidenschaft, Monsieur, kann ein Mann nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halblüter, was ist der Unterschied? Vive la liberté! Percival. Seltsam. Lass mal auf Jagd gehen, würde ich sagen, oder? Halblüte um die Ecke bringen. Gehen wir. Na endlich. Wie sie bluthungrig ist, man, wie sie nicht warten kann. Marquis, Sie und Lady Egray nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. Oui, Monsieur. Sir. Es geht. Okay, dann mal ab dafür. Verfolge die restlichen Entflohenen. Schauen wir doch einfach mal. Luftkommando an alle Ritter in der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Sentinels führen ihre Suche aus der Luft fort. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Patienten. Bestätigt. Guter Plan, okay. Ich merke gerade, ich kann nicht mal meine Waffe hier hochmachen. Das heißt, ich muss mich ja nicht wirklich vor irgendwas fürchten, wenn ich nicht mal anlegen kann. Kann das sein? Ja, okay. Von mir aus. Das mag ich bei Spielen nicht so, wenn sie mir vorschreiben, wann ich die Waffe hochzunehmen habe und wann nicht. Also, lass mich machen und wenn ich es verkacke, dann kannst du mir ein Game Over geben. Dann ist auch völlig okay, aber... Weiß nicht, das ist so eine Sache, die... Finde ich nicht so positiv. Ich meine, das ist wirklich eine kleine Sache, aber es nervt mich dann immer, wenn ich dann einfach mal auf Zeug schießen will, um zu gucken, was passiert. Wenn sie mich einfach nicht lassen. Können die zu uns? Oh, was war denn hier los? Galahad, machst du Fortschritte? Ich bin im Generatorraum. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, Mademoiselle, aber ich bin noch nicht auf Widerstand gestoßen. Naja, Fortschritte mache ich noch nicht so wirklich. Ich bin irgendwie zwei Räume weit gekommen. Ich meine, ich mache Schritte. Links, rechts, ist gar nicht so schwer. Könnt ihr sicherlich auch, aber das ist noch nicht so eindrucksvoll. Queren. Ich hier hochspringen, oder wie? Oh ja, keinen Scheiß. Plötzlich Uncharted. Okay. Ich habe volle Kanne. Was zur Hölle? Ich habe nicht erwartet, dass er solche Aktionen macht. Sag mir doch, dass ich eher hier bin. Schon vergessen? Die Jugend gewinnt immer.
Wart's nur ab, bis du verwelkt bist. Ja, ich reife, du alterst. Wenn deine Haut irgendwann mal aussieht wie die auf Milch, fange ich an zu lachen, ja? Ich fange gerade erst an. Glaub mir, Kleine, du bist nur Tourist in der Welt der fiesen Sprüche. Ich bin Gefangener. Ich habe mehr als genug Zeit gehabt, mich mit der Materie vertraut zu machen. Oh, shit. Was bist du denn für ein Heini? Oh. Okay. So ein Heini. So ein gefährlicher Haariger. Alle Mann. Einer der Flüchtigen ist ein Halbblüter. Und hässlich. Vor allem hässlich eigentlich. Oder auch mehrere. Okay, jetzt wird's interessant. Warte. Oh, wow, okay. Muss ich auch noch rangehen und ihn finishen. Zack. Okay. Das war sicherlich nicht der Einzige. Da ist noch einer. Oh, fuck. God damn it. Da, verdammt. Shit, da ist noch einer. Wow. Nice. Combat Roll, okay. Cool. Gas. Ja, das war zu spät, glaube ich. Aber Gas sollte ich mal einsetzen. Okay. Lass den hier mal ganz kurz finishen. Bevor der andere ankommt. Zack. Ich auch noch. Und dann haben wir noch einen. Monsieur, warten Sie. Ich bin fast da. Mal gucken, wie Gas ist. Ja, Gas funktioniert auch. Also ich kann ausweichen oder Gas auf ihn schießen. Aber scheint nicht so wichtig, als hätte ich eine Anzeige für das Gas. Kann das sein? Oh, what? Monsieur! Das bin ich. Was ist passiert? Die Masten sind erledigt. Der Letzte ist entkommen. Igraine, die Bogenkanone. Ich gehe auf die Straße. Bogenkanone. Ihr zwei da lang, Weg abschneiden. Verstanden. Ich weiß nicht, was die Bogenkanone ist, aber das klingt ziemlich awesome. Yeah, wow, okay. Ach du heilige Scheiße. Nettes Seil, kann man also aufladen und Türen damit pulverisieren? Ist er da lang gerannt? Ich glaube einfach mal, ja. Ich denke, sie hätten mir schon gesagt, wenn ich in die falsche Richtung gerannt wäre. Beziehungsweise wahrscheinlich hätte ich das Tor einfach gar nicht pulverisieren können. Fucker, bleib hier, Mann. Ich bin nicht mal ansatzweise nah genug dran, um da nur einen Schuss zu versuchen. Da ist er, da ist er. Vielleicht mal eine bisschen weitere offene Fläche. Oh, jetzt, komm schon. Komm schon, Alter. Yes. Ich hoffe auch, es ist der Einzige, der entkommen ist. Alles in Ordnung? Ja. Percival, wir haben die Bedrohung hier neutralisiert. Gut. Mir ist es gelungen, einen der Halbgüter zu erwischen. Wir treffen uns an der Hauptstraße. Bestätigt. Los geht's. Ab dafür. Da würde ich sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Wir treffen uns beim nächsten Mal in Percival. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein.